Show me the money, honey, Folge 129. Hallo, liebe Digital Money Maker und Erfolgsfreunde. In dieser Podcast-Folge von Show Me the Money, Honey, machen wir mal was ganz, ganz anderes. Also, ich habe kürzlich einen Vortrag gehalten und bin interviewt worden zum Thema, wie kann man erfolgreich sein? Wie kann man sein Leben besser in die Hand nehmen? Und wie kann man erfolgreich Geld im Internet verdienen? Die Highlights aus diesem Interview haben wir hier für dich zusammengeschnitten. Jetzt kannst du einfach 1,5 Stunden hochwertigen Content zusammengeschnitten auf das Beste, auf die besten anwendbaren Tipps für dich. Ich wünsche dir viel, viel Spaß dabei. Du bekommst wirklich geballten Content, geballten Wert, der dein Leben wirklich zum Besseren wenden wird. Ich wünsche dir viel, viel Spaß und ich sage jetzt, show me the money, honey, und los geht's. Show me the money, honey.de. Der Digital Money Maker Erfolgspodcast rund um so viel mehr als nur Geld. Für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Gunnar Kessler. Wenn irgendjemand was erzählt, wie man Geld im Internet verdient, wie man ein Online-Business aufbaut, wie man, weiß der Geier, irgendwas macht, dann ist meine Erwartung an ihn, dass er das selbst getan hat, selbst durchlaufen ist und damit verdammt nochmal sehr erfolgreich gewesen ist oder erfolgreich ist und erst dann aus der eigenen Erfahrung heraus, aus dem ich habe es gemeistert heraus, erst dann anderen Menschen irgendwas darüber erzählt. Und leider, du hast es schon gesagt, ist unsere Szene sowas von anders. Ja, da laufen kleine Bubis draußen rum und das mache ich jetzt nicht am Alter fest, sondern eher an der Einstellung. Die denken, ey, ich habe mal ein Produkt gekauft, ich habe da was gelesen, wie Geld im Internet verdienen geht und jetzt erzähle ich das einfach das Gleiche und dann wäre ich erfolgreich. Ja? Also das sind diese Typen, die noch nie Geld im Internet verdient haben, außer damit anderen zu erklären, wie man Geld im Internet verdient. Das ist für mich so ein Bullshit, ja, da schwillt mir ein Kamm, wenn ich das höre, weil das ist nichts anderes als stille Post. Und wer schon mal Stille Post gespielt hat, der weiß genau, was am Ende hinten rauskommt. Und dann wundern sich die Kunden, warum das nicht geht. Und dann sagen die, ja, hier Affiliate-Marketing, Online-Marketing, Infoprodukte, das funktioniert ja nicht für mich. Das funktioniert ja nicht. Das ist ja alles Blödsinn, was die erzählen. Und dann kommt ein Punkt, was mich das ankotzt. Und deswegen bin ich auch so, das wird mir immer wieder nachgesagt, aggressiv im Marketing. Weil ich weiß, ich selber habe mittlerweile über 14 Jahre Erfolg im Internet. Seit über 14 Jahren verdiene ich jede Menge Geld damit. Bin damit auch zum Millionär geworden. Und das sind alles 14 Jahre. Wenn ich in 14 Jahren und 75 Projekten, die ich gemacht habe, wenn ich es dann nicht begriffen habe, wie der Hase läuft, dann müsste ich ziemlich bescheuert sein. Und drum bin ich immer so und sage, ey Leute, kauft von denen, die Erfahrung haben, die es hingekriegt haben und hört denen zu. Nicht nur kauft deren Produkte, sondern hört denen zu. Einfach aus dem Grund, weißt du, wenn jetzt jemand kommt und der kauft bei irgendeinem, wie ich sage mal, so ein Bubi, der gar keine Ahnung hat vom Online-Marketing, aber wichtig tut, dann verliert er dort sein Geld. Ja, ist schade. Geld können wir alle bekommen. Aber was auch passiert ist, die beerdigen ihre Träume. Weil bloß weil ich von jemandem, der es gar nicht selber weiß, nicht erlebt hat, ich sage mal auf Zellebene erfahren hat, ja, selbst durchlebt hat, wie es ist, wenn ich von dem versuche, etwas zu lernen, das ist ungefähr so, wie wenn ich dir versuchen beibringen will, wie man, sag schon, Schlittschuh läuft. Ich habe schon mal drauf gestanden, ja, aber ich kann es nicht. Ne? Und wenn ich dir das jetzt beibringen will, wirst du es auch nicht können. Und wenn du dann in dir den Funken hast, der beste Schlittschuhläufer dieses Planeten zu werden, aber du hörst zum Deppen wie mir zu, wenn es um Schlittschuhfahren geht, und sagst dann, ja, das Schlittschuhfahren, das funktioniert nicht, und dann gibst du aufgrund der Erfahrung, gibst du es auf, gibst du deine Träume auf, obwohl du das Potenzial gehabt hättest, der beste Eiskunstläufer dieser Welt zu werden, dann kotzt mich das an. Und deswegen sage ich immer, ey, egal was du lernen willst, wenn du was Neues willst im Leben, im Privaten, im Business, ob du was tanzen lernen willst, ob du Geld im Internet verdienen willst oder was auch immer es ist, lerne von jemandem, der verdammt nochmal das gemeistert hat und über Jahre hinweg erfolgreich gewesen ist. Und alles andere, lass es. Show me the money, honey.de.
als ich nämlich gerade mal 18 war, keine Ahnung vom Leben hatte, keinen Plan vom Leben hatte, nichts, dachte sich meine Mutter, ich bringe dir mal das Leben auf die Hardcore-Variante bei und hat mich vor die Tür gesetzt. Hatte mir damals, ich habe mit 13 angefangen, auf mein Auto zu sparen und hatte mit 18 mir dann das Auto gekauft. Konnte ja nicht ahnen, dass ich kurz danach rausfliege und Geld brauchen würde. Und bin mit diesem Auto dann immer auf Arbeit gefahren und ja, irgendwann, scheiße, Tank leer. Kein Geld für Sprit. Gedacht, was mache ich jetzt? Schlafe ich zu Hause und komme nicht auf Arbeit? Oder parke ich das Auto auf Arbeit und penne im Auto? Also habe ich das getan. Habe da teilweise wochenlang in diesem Auto, sehr komfortabel, Nissan Micra, Micra wie mickrig, in diesem Ding da geschlafen. Ich habe das gegessen, habe ich das, was mir meine Arbeitskollegen damals mitgebracht haben. Das war... Ja, und weißt du, ich meine, die kannten meine Situation, ne? Die meisten haben sowas mitgebracht, die haben ein bisschen mehr, haben ein Pausenbrot mehr geschmiert, ging schon. Aber manchmal, da hat halt keiner was mitgehabt. Für einen Tag, zwei Tage, drei Tage. Und nach drei Tagen hast du echt einen Kohldampf. Da hast du echt einen Hunger. Und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich gebitcht, gemault, gemeckert. Und ich wusste genau, wessen Schuld das ist. Es war die Schuld von meiner Mutter, die hat mich rausgeschmissen. Es war die Schuld von meinem Chef, der hat zu wenig gezahlt. Und vor allem war es natürlich die Schuld von meinen Kollegen, weil die haben nichts mitgebracht. Habe aber festgestellt, auch wenn ich jeden davon überzeugen konnte, dass es nicht meine Schuld ist, ne, ich wusste immer genau, die haben mir das sogar geglaubt. Und trotzdem, dass sie mir das geglaubt haben, ist mein Hunger nicht weggegangen. Ich war immer noch hungrig. Der Hunger ging erst weg, als ich gehandelt habe und ein Resultat geschaffen habe. Und das Resultat hieß, ich habe irgendwas dafür getan, dass ich einen vollen Teller hatte und was essen konnte. Meistens halt, ich habe in irgendeiner Form geschafft, Geld zu verdienen, nebenbei, um mir dann was zu essen zu kaufen. Dann habe ich schon gesagt, weißt du was, all diese Erklärungen, Begründungen und Labereien sind völlig egal. Das interessiert kein Fuchs. Es interessiert immer nur, welches Resultat hast du geschaffen? Welches Resultat hast du? Und wenn du ein Resultat hast, ist das hoffentlich das Resultat, was du wolltest. Okay. Und das ist das, was zählt im Leben, dass du halt Resultate schaffen musst. Und nur das interessiert. Ich meine, wie du gesagt hast, ne, du stehst an der Tankstelle und zahlst deinen Sprit, dann interessiert den Tankwart nur eins. Nämlich, hast du ein Resultat in der Tasche? Und zwar das Resultat, dass du das Geld für den Sprit, den du gerade getankt hast, verdient hast. Und wenn du das Resultat nicht erreicht hast, dann kannst du dem Tankwart aber schöne Geschichten erzählen. Da kannst du alles erklären, warum du das Geld für den Sprit nicht hast. Ich wette mit, das ist dem Tankwart scheißegal. Der will dein Resultat sehen. Und so ist es rundherum im Leben. Ich merke das auch bei meinen Kunden, bei meinen Coaching-Kunden, bei meinen Podcast-Hörern. Da kommen immer viele, immer mit einer Story, mit einer Ausrede, warum XY nicht so ist, wie sie es haben wollen. Und da komme ich bei mir immer, weißt du, ich habe dann über die Zeit so eine Art Ausreden- und Bullshit-Allergie entwickelt. Weil ich es absolut nicht abkann, wenn mir einer eine Story erzählt. Und Tony Robbins sagt das so wunderbar, das Einzige, was dich davon abhält, das zu bekommen, was du willst im Leben, ist die Story, die du dir selbst erzählst, warum du es nicht haben kannst. Ich habe den Sprung geschafft aus dem Hamsterrad, aus diesem Alltagshamsterrad hin zu einem Leben, wie ich immer sage, ein reich, frei und glückliches Leben. Nämlich zu dem, wovon ich früher ja geträumt habe, oder es ist geiler, als ich davon, wovon ich früher geträumt habe. Und ich habe halt diesen Absprung geschafft, unter anderem dadurch, dass ich kein Bullshit mehr habe gelten lassen. Ich habe mich halt dahin entwickelt, dass ich dieses geile Leben habe. Und ich weiß, wie es ist, auf der anderen Seite zu sein, wenn du im Hamsterrad drin steckst, wenn du in einem Job steckst, den du nicht magst, wenn du in dem Leben, dein Leben einfach nicht magst, so wie es ist, wenn Geld ein Problemthema ist, wenn du zu wenig Zeit für deine Familie hast. Ich kenne das, ich weiß das. Und ich habe den Weg daraus gefunden, über das Internet. Mich hat das Internet, das Online-Marketing, hat für mich die Brücke gebaut, hin zu dem Leben, von dem ich früher geträumt habe. Und wenn ich morgens aufstehe, dann bin ich erstmal super dankbar. Und es ist immer, weißt du, ich gucke so raus, ich liege im Bett und habe da eine riesen Glasfront. Und gucke da so raus und sehe noch eine kleine Dachspitze, dahinter Bäume,
Und wenn ich mich nach links drehe, dann sehe ich das Wasser. Und das ist einfach, das ist super geil. Das erinnert mich jeden Morgen daran, wie cool das ist, was ich geschafft habe und wie glücklich ich bin. Und dann ist der nächste Gedanke, ey, du hast das nicht umsonst bekommen. Du hast das aus einem Grund geschafft. Und der Grund ist, dass es ganz vielen Menschen auf dieser Welt so geht wie dir früher. Die gefangen sind im Hamsterrad, die keinen Ausweg sehen, die unglücklich leben, die weder reich noch frei noch glücklich sind. Und genau den Menschen kann ich mit meiner Erfahrung helfen. Das Wichtigste, um in die Umsetzung zu kommen und da überhaupt den Weg gehen zu können, ist mal klar zu wissen, wo will ich hin? Mhm. Was ist denn das Ziel? Was will ich denn eigentlich? Zweitens, wisse warum. Warum überhaupt? Warum willst du das denn? Ja, für mich ist es, ich weiß genau, ich könnte mich jetzt auch zurücklehnen und sagen, scheiß drauf, ich kann den ganzen Tag in meinem schönen Auto durch die Gegend fahren, kann einen Urlaub machen und alles. Mhm. Aber dann weiß ich, irgendwo da draußen sitzen zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Und die haben ein schlechteres Leben, als sie haben könnten, und das ist meine Schuld. Deswegen, das kann ich nicht zulassen. Deswegen weiß ich genau, ich muss machen, was ich tue, und ich muss es im großen Stil machen und ich muss ganz viele Menschen erreichen. Und wenn du das hast, du weißt, wohin und warum, dann sage ich immer, entwickle eine gesunde Stumpfheit. Gesunde Stumpfheit heißt, such dir jemanden, der das erreicht hat, was du erreichen willst. Wenn du Tango tanzen lernen willst, dann such dir einen erfolgreichen Tango-Tänzer. Möglichst den deutschen Meister oder Europameister oder was auch immer. Wenn du Geld im Internet verdienen willst, such dir jemanden, der das macht, der das erfolgreich tut. Wenn du was umsetzen willst, dann such dir jemanden, der ein Umsetzer ist. Und dann frag diese Menschen, was genau muss ich tun und wie. Und dann heißt es, ich meine, wir alle sind geboren mit einem Mund und zwei Ohren. Heißt, wir sollten es im selben Verhältnis nutzen. Doppelt so zuhören, wie wir reden. Den Menschen fragen, eine Frage stellen, was soll ich machen, wie soll ich es machen? Und dann zuhören. Und dann kommt die Stumpfheit ins Spiel. Ganz stumpf machen, was der sagt. Ganz stumpf machen, was der sagt. Und nicht irgendwie, die meisten haben dieses Analytische, weißt du? Naja, aber das macht ja gar keinen Sinn. Was sie damit sagen ist, sie sehen den Sinn nicht. Warum sollte man das so machen? Das kann man doch auch ganz anders machen. Ja, das sind dann immer diese Ja-aber-Gunnars. Ich liebe diese Ja-aber-Gunnars. Ne? Ja-aber-Gunnar, du verstehst nicht, bei mir ist das ganz anders. Nein, ist es nicht. Punkt. Keiner ist so anders, wie er denkt, dass er ist. Ja. Und dann ist halt immer, weißt du, wenn du, was weiß ich, du willst Weihnachten Plätzchen backen, hast aber keine Ahnung, wie es geht. Was machst du? Du suchst den Rezept von jemand, der weiß, wie man Plätzchen backt. Und du machst das stumpf nach. Wenn der sagt 200 Gramm Zucker, packst du 200 Gramm Zucker rein. Wenn der sagt 800 Gramm Mehl, dann nimmst du 800 Gramm Mehl. Und wenn der sagt, das Ding bleibt 10 Minuten bei 200 Grad im Ofen, dann lässt du es 10 Minuten bei 200 Grad im Ofen. Und was machen aber die meisten Analytischen, wenn es darum geht, ihr Leben zu verbessern, die Welt zu verändern, erfolgreicher zu sein, mehr Geld zu verdienen? Die holen sich ein Rezept von jemandem und dann fangen sie an. Sag ja, 200 Gramm Zucker macht jetzt aber gar keinen Sinn. Dann nehmen wir mal 400. Mehr ist besser. 800 Gramm Mehl, der Mehl ist ja jetzt gar nicht so gut und außerdem bin ich ja glutenunverträglich, dann nehme ich nur 200 Gramm Mehl. Und dann soll das Ding 10 Minuten bei 200 Grad im Ofen sein. Es geht mir viel zu lange. Ich mache 400 Grad und dafür lasse ich es 8 Minuten nur drin. Da kriegst du aus dem Ofen eine megamäßig verbrannte Pampe, aber keinesfalls deine gewünschten Plätzchen. Und genauso ist es, wenn du sagst, ich will Affiliate-Marketing lernen und ich will Geld verdienen im Internet lernen und ich mache alles anders, als in dem Rezept steht, weil ich das ja viel besser finde, so wie ich das machen will. Und dann wunderst du dich, warum bei dem, der dir es erklärt hat, wie es geht, eine Million rauskommt und bei dir nichts. Liebe Digital Moneymaker und Erfolgsfreunde, das war Teil 1 von diesem unglaublich genialen Interview. Den nächsten Teil findest du in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Show me the money, honey.
Lade es dir direkt am Erscheinungstag oder jetzt direkt bei iTunes, Spotify, SoundCloud oder deiner beliebtesten Plattform herunter. Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar da lässt, wenn du mir ein Feedback sendest an feedback@showmethemoneyhoney.de. Lass mir einen Kommentar da. Schreib uns eine Bewertung auf iTunes, auf Spotify. Lass einen Daumen hoch da. Teile es mit deinen Freunden und freue dich auf die nächste Folge, wenn dieses tolle Interview weitergeht. Bis bald. Wir hören uns. Alles Gute für dich. showmethemoneyhoney.de. Der Digital Money Maker Erfolgspodcast. Rund um so viel mehr als nur Geld. Für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Gunnar Kessler.